Eine Frage, die du dir immer stellen musst, wie viel bist du dir selbst wert und wie viel bist du bereit für dein Selbstwertgefühl zu tun? Wenn dein Selbstwertgefühl zu niedrig ist, dann wirst du wahrscheinlich nicht einmal glauben, dass du etwas daran ändern kannst. Hallo, hier ist Orlando Owen. Wenn du keines der spannenden Videos mehr verpassen möchtest, dann abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit diesem Video. Selbstwertgefühl ist das Immunsystem der Seele. Das kann ich tatsächlich wirklich nur unterschreiben, denn es ist so, als wenn du ein extrem niedriges Abwehrsystem hast und gehst dann dorthin, wo zum Beispiel in der U-Bahn gehustet wird, geschnupft wird, naja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Schnupfen kriegst, sehr viel höher, als wenn dein Immunsystem sehr, sehr hoch ist. Und das Immunsystem ist natürlich auch sehr, sehr von deinem inneren Zustand, von deiner Fröhlichkeit, von deiner Happiness, von deiner Erfüllung und ähnlichen Dingen abhängig. Wenn du generell frustriert bist, ist auch dein körperliches Abwehrsystem kompromittiert, aber auch eben dein Selbstwertgefühl, das Immunsystem deiner Seele. Wenn du zum Beispiel niedriges Selbstwertgefühl hast, also dein Immunsystem der Seele unten ist, was bei den meisten Leuten sehr, sehr schlimm und sehr stark der Fall ist leider, wenn du so auf die Welt zugehst, die Welt ist nicht nur voller Viren, Bakterien und Pilze, auch wenn man sich dagegen natürlich sehr, sehr gut schützen kann mit einer guten inneren Einstellung und einfach zu sagen, hey, ist nicht auf meiner Schwingung, interessiert mich nicht, das hat Schutz. Und wenn Leute mit dir nicht gut sind, also zum Beispiel neidisch sind oder missgünstig sind, eifersüchtig sind, dich nicht mögen, dich klein halten wollen, dich manipulieren wollen, was auch immer, und dein Selbstwertgefühl ist unten, dann bist du offen und angreifbar für alle diese Angriffe der Menschen. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für etwas, was ich den pathologischen inneren Kritiker nenne. Der Ausdruck stammt nicht von mir, der stammt vom Psychologen Eugene Sagan. Aber er ist wirklich eines der wichtigsten Dinge, die ich beobachten konnte in den selbstzerstörerischen Mustern, in der selbstzerstörerischen Art, die die meisten Menschen halt im Leben praktizieren. Das ist sehr, sehr schlecht. Es ist sehr, sehr schädlich für dich. Und deine erste Aufgabe ist im Leben, als Grundstein für alle weitere Entwicklung, dein Selbstwertgefühl so stark und so fundamental wie möglich von innen und von unten her aufzubauen. Und dann bist du automatisch geschützt gegen die Angriffe anderer. Dann perlen sie ab an dir wie was an einer Ente. Zum Beispiel Zurückweisungen durch Vertreter des anderen Geschlechts, durch Eltern, Schule, Beruf, was auch immer. Alles, was du da findest an negativen Sachen, die Leute zu dir sagen, jemand mit niedrigem Selbstwertgefühl wird die sofort verinnerlichen, ob er will oder nicht, oder sie. Und jemand mit gesundem Selbstwertgefühl ist halt komplett immun gegen solche Sachen oder zumindest zunehmend und weitgehend. Wo sind deine Themen mit niedrigem Selbstwertgefühl? Woran merkst du zum Beispiel, dass dein Selbstwertgefühl kompromittiert oder schlecht ist? Naja, du merkst es an ganz vielen Dingen, die du nicht kompensieren kannst übrigens. Körperhaltung, Ausstrahlung, Mimik, alles was du kommunizierst, dein Mangel an Selbstwertgefühl wird gnadenlos sich nach außen ausstrahlen und Vertreter des anderen Geschlechts spüren sowas. Wenn du zum Beispiel, wie viele Männer, mit denen ich arbeite, sagst, ja, ich will eine sehr, sehr selbstbewusste Frau oder selbstsichere oder eine Frau mit hohem Selbstwertgefühl, Selbstachtung, dann kann ich dich nur, wenn du ein Mann bist und natürlich auch umgekehrt, wenn du eine Frau bist, fragen, ja, glaubst du, du kannst mit so einer Person umgehen? Denn wenn dein Selbstwertgefühl niedriger ist als diese andere Person, wirst du sie entweder nicht anziehen können oder nicht halten können oder du wirst dich unbewusst immer wieder sabotieren und somit die Beziehung und diese Person wird nicht lange bei dir bleiben, was dann dein Selbstwertgefühl weiter kompromittieren wird bzw. schädigen wird. Wenn dein Selbstwertgefühl nicht zumindest auf Pari ist, also negativ ist oder zumindest nicht sehr hoch ist, dann wirst du Dinge tun, die unter deinem Wert sind. Du wirst dich unter deinem Wert verkaufen, du wirst dich nicht abgrenzen können, du wirst Ja sagen, wenn du Nein meinst, du wirst dich ständig rechtfertigen müssen, du wirst ständig auf Provokationen und Tests von Menschen, also von Frauen, wenn du ein Mann bist, reagieren. Du bist immer in der Reaktion. Es ist dir wahnsinnig wichtig, was andere Menschen von dir denken. Du wirst das tun, was andere verlangen. Du wirst dir eine Maske aufsetzen. Du wirst angeben, du wirst lügen, du wirst protzen, um davon abzulenken. Eine Frage, die du dir immer stellen musst, wie viel bist du dir selbst wert und wie viel bist du bereit für dein Selbstwertgefühl zu tun? Wenn dein Selbstwertgefühl zu niedrig ist, dann wirst du wahrscheinlich nicht einmal glauben, dass du etwas daran ändern kannst. Niedriges Selbstvertrauen.
Du wirst wahrscheinlich dir auch nicht die Sache selbst wert sein, an dir zu arbeiten. Du wirst nicht glauben, dass es was ändert, weil du hast es schon 10-mal, 100-mal versucht und es bringt ja eh nichts. Und du hast schon Therapie gemacht und frag mich nicht. Ja, hat eh nichts gebracht, ich fühle mich immer noch schlecht. Naja, dann wirst du eine Art der Therapie gemacht haben, die das tut, was die meisten Therapien machen, nämlich komplett dein echtes Selbstwertgefühl ignorieren. Und die meisten dieser Psychologen und selbsternannten Therapeuten da draußen können lediglich diagnostizieren, dass es dir schlecht geht. Vielleicht auch noch, warum es dir schlecht geht, aber sie haben nicht die Werkzeuge, dir zu helfen, dies zu ändern. Die Frage ist, wie hast du dein Selbstwertgefühl verloren? Es hat sehr viel mit dem Denken zu tun. Es hat sehr viel mit dem zu tun, was installiert wurde. Und so wurde auch der innere Kritiker bei dir de facto installiert, dann konditioniert, dann gedüngt und weiter kultiviert, bis er irgendwann so laut wurde wie ein Ohrwurm. Ein Satz, ein Lied, was du nicht mehr los wirst, wie eben ein Ohrwurm. Irgendein blöder Hit, den du im Radio gehört hast, den du nicht mehr loskriegst. Und dieser innere Kritiker wird deinen eigenen wertvollen, positiven Dialog irgendwann übertönen, solange bis du ihn gar nicht mehr hörst. Der innere Kritiker wäre als solches nicht schlecht. Ich nenne es meinen inneren Mahner, meinen inneren Ratgeber. Das war nicht immer so. Der hat mich früher richtig runtergemacht. Du bist doch wertlos, du wirst es nie zu was bringen. Schau, was alle anderen drauf haben. Du kannst doch nichts, du bist nichts. Naja, vieles davon kam von meinem Vater. Vieles davon kam von neidischen Mitschülern, als ich mit 12 nach Deutschland kam, als Amerikaner. Denen war ich halt fremd, die waren mir fremd. Ja, es sind halt die blöden Amis, gell? Ja, ja. Die sind halt anders als mir Deutsche, gell? Naja, und so Sachen habe ich halt jeden Tag gehört und irgendwann habe ich den Mist auch geglaubt. Auf der anderen Seite habe ich so auch wiederum rausgefunden, wie ich mich am eigenen Schopf wiederum aus dem Sumpf dieses niedrigen Selbstwertgefühls befreien konnte. Und das möchte ich gerne mit dir teilen, denn ich weiß wirklich, wie es geht. Wichtig ist, dass du verstehst, dass emotionelle Zustände dir jetzt zwar vorkommen wie Schicksal oder wie etwas, was dich im Griff hat, in Wirklichkeit aber, wenn du die richtigen Methoden kennst, hast du die Wahl, über diese emotionellen Zustände Kontrolle zu gewinnen. Selbstwert und Selbstwertgefühl ist eine Wahl, es ist eine Entscheidung. Emotionen sind eine Entscheidung, sind eine Wahl. Es ist deine Verantwortung, Verantwortung zu übernehmen und ein Commitment abzugeben, dass du deine innere Welt meistern willst, dass du dich emotionell ermächtigen willst, befreien kannst und willst. Und emotionelle Gesundheit ist das Ergebnis eines Prozesses, auf dem der Weg das Ziel ist. Ja, es ist so. Auf diese Reise möchte ich dich einleiten. Niedriges Selbstwertgefühl hat viel damit zu tun, dass wir versuchen, mit Verletzungen und Negativität im Äußeren umzugehen. Und wir erfahren einfach zu viel Schmerz, wir können damit nicht umgehen und dann entwickeln wir Taktiken und Strategien, uns diesem Schmerz zu entziehen und eine davon ist der innere Kritiker. Schreib mir bitte in die Kommentare, was du aus diesem Video mitnehmen konntest und zögere nicht, mir deine Fragen zu stellen. Um keine Videos zu verpassen, abonniere jetzt bitte meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Es könnte dein Leben verändern. Außerdem findest du meine Videos jetzt auch auf Rumble, BitChute und meinem Favorite Brighteon. Die Links zu diesen Kanälen findest du ebenfalls unten in der Beschreibung unter diesem Video. So long, dein Orlando.